Einen wunderschönen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Superliminal. Ich habe ja so, hab irgendwie auf das Let's Play gefreut, Alter. Ich will das Game unbedingt weiterzocken. Hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich Lust hatte, ein Let's Play weiterzuspielen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erst wieder zu diesem... Ah ja, das ist schon mal anders. Hier waren wir noch nicht. Dann nehmen wir den mal. Ja, gut, mit dem kann ich halt hier hochgehen, gell? Nehmen wir den mit? Dann nehmen wir mit. Oh, jetzt komme ich aber nicht auf den Würfel hoch. Da brauche ich jetzt noch einen Würfel. Hä? Was ist das? Ein halber Würfel. Ach so, falls ich den anderen nicht mitgenommen hätte. Ich verstehe. Aber ich war ja Fuchs genug, dass ich den anderen schon mitnehme. Boah! Der war angeleimt. Boah. Wird es auch noch gruselig, oder was? Ah, schaut, jetzt verformt sich alles so ein bisschen, weil ich mental so ein bisschen broke bin. Ja, kann ich eh nicht da durchnehmen? Oh, ich liebe so einen Scheiß. Schau mal, der meint's wirklich, der liegt da, gell? Und dann? Dum-dum. Geil gemacht. Please exit this dream as soon as possible. Ich soll den Dream exit, sagt sie. Ja, oder? Muss ich mir wieder so eine... Ups. Eine Ramp bauen. Oh! Ja, die Ische meinte schon, dass da jetzt alles irgendwie so ein bisschen broke ist, weil mein Gehirn so kaputt ist und deswegen jetzt alles nicht funktioniert und ich soll aufwachen. Als könnte ich es mir aussuchen. Warte, ich stand da an der Kante. Ah. Hier war ich schon. Okay, gehen wir wieder zurück. Ah, da ist der Aufzug. Hä? You are here. Habe ich jetzt... Habe ich das Level geschafft? Das war ja easy. Aber so das andere easy. Why do I feel like everything is going wrong? Even when the sun is shining. Könnten wir daraus jetzt vielleicht kein Horror-Game machen? Ich sehe in meinem Aufnahmeprogramm gerade, dass mir jemand auf Twitch folgt, der heißt Jesus on Speed. Alter, das muss ja jetzt nicht gruselig werden, oder? Das war doch ein lustiges kleines Rätselspiel. Wir haben doch alle Spaß und Freude gehabt. Können wir dabei nicht bleiben? Jetzt wird das wieder so anders creepy. Jeden Scheiß, den ich spiele, der muss so kurz oder lang immer gruselig werden. Ich spiele jetzt Mario 64. Da gibt's auch eine Geisterwelt. Ist das Blut? Nein, jetzt... Oh, wow! Shit, was soll denn das jetzt? Vor allem... Mörder. Oh Gott. Bohnen. vor allem durch diese ganze optische Täuschungsscheiße und so, da kannst du halt auch übelst fiese Jumpscares und so einen Dreck machen, gell? Ach, da ist jetzt zu. Hä, wo geht's denn da hin? Ah! Was sind denn das für Ratten, Alter? Wie soll man denn da drauf kommen? Stimmt das überhaupt? Die. Haha, Diätsoda. Füchse. Emergency Generator this way. Was soll denn das jetzt? Ah! Boah, Alter. Ich hab mit sowas nicht gerechnet jetzt. Ah, danke. Oh, ich sehe doch nichts. Man sieht gar nichts. Schau an, Alter. Es ist einfach... Ah, da ist ein Pfeil.
Ist das richtig? Ah, eine Treppe? Ja, krass. Mit so Licht und Schatten spielen und so. Ich bin nach wie vor begeistert von dem Game. Aber wenn das jetzt so gruselig wird, das ist ja noch schlimmer, wenn man überhaupt nicht damit gerechnet hat. Was bringt denn das? Hä, was soll mir das jetzt bringen? Ah, eine Taschenlampe. Quasi. Ach, ich kann... Ach, das war ja... Boah, ich kann ja auch hier lang. Aber es bringt ja auch nicht mehr, oder? Ah! Alter! Warte, wenn das jetzt hier steht... Das siehst du halt nicht, gell? Jetzt nehme ich das Ding als Taschenlampe. Genial. Einfach genial. Ist jetzt drin? Nein. Oh, ist das süß und klein. Okay, geh mal erstmal so rein. Vielleicht brauchst du ja gar nicht. Okay, ich brauch's. Wie kriegen wir das jetzt da rein? Da müsste eine Scheibe kaputt sein oder so. Ist aber nicht. Zumindest da oben ist eine Tür. Ach mein Gott, ich bin so ein Idiot. Ich brauch ja... Ach, hier geht's gar nicht lang. Ich habe nur das Licht gebraucht und nicht das Schild. Aha, dumm. Es wird immer mehr Blut. Ikea. Idea. Aber schon sehr absichtlich an Ikea angelehnt. Ich habe das schon durchschaut. Alter! Bohnen, war vorher nicht irgendwas mit Bohnen? Ganz viele Bohnen. Die Tür hätten sie sich ja übelst schenken können. Ach, jetzt rall ich's erst, das ist alles rote Farbe. Weil der Raum hier gestrichen wird. Das ist gar kein Blut. Das war eine der nächsten perfiden Illusionen. Ja, wieder ein Räumchen geschafft, wieder ein Level geschafft. Wir rocken da durch, das ist ja fast schon traurig. Ihr könntet euer Game mal ein bisschen schwerer machen für over 200 IQ. Oh, die haben ja noch ein paar Wecker hingestellt. Die Tante redet ja auch andauernd davon, dass ich aufwachen soll. Machen wir noch ein Level? Ich würde sagen, eins machen wir noch. Oh, so haben sie alles festgeschraubt. Ja, schau dir das an. Jetzt meinen sie, ja, dass ich nicht weiß, was wir jetzt tun sollen. Aber wir nehmen einfach die Tür. Die unterschätzen mich massivst. Ich merke das schon. Ja, zack, da. Wollen wir mal sehen. Ja, bleib da liegen, bitte. Was ist das? Wow. Hat was von Solitär. Oh, oh. Ich muss mir jetzt hier so selber so eine Treppe bauen. Das wäre doch gelacht. So, schau, wunderbar. Hopp, hopp. Hopp, hopp und hopp. Oh! Hehe, mein Fadenkreuz ist ein Smiley. Süß! Oh, nö. Die Tür geht nur auf, wenn der Knopf nicht gedrückt wird, oder wie? Ah! Ich weiß nicht, ob ich da heute einfach der übelste Big Brain bin oder ob das Spiel halt echt nicht schwerer wird oder so, keine Ahnung.
Aber ich bleib da ja heute an gar nichts hängen. Few moments later. Nein. Ja, scheiße. Boah. Das geht auch nicht. Mein Gott. Ich check's nicht. Echt nicht. Kein Witz. Nein, bleib hier. Äpfelchen, bleib doch hier. Oh, Digga, ich hab keine Ahnung. So, jetzt hier mal Brain anstrengen. Wenn ich von hier... Er setzt dann immer so davor. Hier oben ist nichts. Das Schild kann ich nicht nehmen. Ha! Kann ich die bis dahin machen? Hey, komm, Alter, das dauert 100 Jahre. Das geht nicht. Mann, wieso kann ich die nicht einfach hochheben? Es kommt schon her. Ey, Alter, wie sollst du denn da drauf kommen? Also bitte. Egal, geschafft ist geschafft. So, wieder ein Level geschafft. Wir haben 3 Level haben wir heute weggeklatscht und das Ganze auch noch völlig ohne Probleme. Das Game ist für mein Big Brain einfach viel zu simpel. Da muss mehr her, Freunde. Ich freue mich auf Superliminal 2. Schauen wir mal, ob ich da wenigstens kurz drüber nachdenken muss. Relaxation Room. Spannend. Werden wir uns aber nächste Woche anschauen. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like oder ein Kommi da lassen. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, um mich zu supporten. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns das nächste Mal.